Sie sind erschöpft, müde, haben oft eine tagelange Flucht hinter sich. Und sie haben Angst, denn auch Kinder spüren, dass nichts mehr sicher ist. Krieg in der Ukraine bringt so viel Leid. Kinder jeden Alters kommen mit ihren Müttern über die Grenze in die Slowakei. Das Land erklärte sich offen für die Flüchtlinge und seien es Hunderttausende. Viel bleibt den Ukrainern nicht, aber sie sind in Sicherheit. Ein Dach über dem Kopf. Auch wenn es nur ein Zelt ist. Und ein warmes Essen. Hier in Wischnyi-Niemietzki in der Slowakei haben sie Schutz gefunden vor den Angriffen der russischen Armee in ihrer Heimat. Oksana ist erst vor ein paar Stunden mit ihren beiden Kindern aus der Westukraine hier angekommen. Ich hatte solche Angst um meine Kinder. Wir mussten fliehen. Alle mussten fliehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Oksana ist froh, dass sie hier jetzt erstmal in Sicherheit ist. Doch die ganze Katastrophe des Krieges kann sie immer noch nicht fassen. Ich möchte mich nicht Flüchtling nennen. Ich will wieder zurück nach Hause, da, wo meine Kinder glücklich waren. Ich habe einfach so große Angst. Auch Lydia hat es gerade erst mit ihren Kindern über die Grenze geschafft. Sie hat Angst um ihren Mann, der jetzt nicht bei ihnen sein kann, sondern gegen die russischen Soldaten kämpfen muss. Wir machen uns alle Sorgen. Aber was sollen wir machen? Mein Mann hat gesagt, dass wir fahren sollen und dann sind wir gefahren. Es kann sein, dass wir uns nie wiedersehen. Das ist nicht richtig. Wenn wir alle sterben müssen, dann zusammen. Es ist nicht richtig, dass mein Mann in der Ukraine ist und wir hier. Man will doch sein Zuhause nicht verlassen. So wie Lydia und Oksana geht es tausenden Frauen und Kindern, die von der Ukraine in die Nachbarländer fliehen. Die Familien hier tun alles, um irgendwie durchzuhalten. Besonders die Mütter versuchen, ihre Kinder vor dieser schrecklichen Situation zu schützen. Aber wenn man etwas länger mit ihnen spricht, bemerkt man, wie traumatisiert sie wirklich sind von dem Krieg in der Ukraine. Marian Lezo ist einer der freiwilligen Helfer, der sich hier um sie kümmert. Sie sind traurig und das ist keine Überraschung. Denn gestern hatten sie noch ihr normales Leben und heute sind sie hier in der Slowakei. Und das war sicherlich nicht ihr Plan. Sie haben jetzt ein anderes Leben. Jetzt heißt es warten, bis ihre Füße vielleicht irgendwann wieder auf festem Boden stehen können. Und hier weitere Nachrichten in aller Kürze. Russland will angebliche Falschinformationen über seine Truppen hart bestrafen. Das Unterhaus des Parlaments, die Duma, verabschiedete dazu ein Gesetz. Wer, laut Einschätzung des Kremls, absichtlich falsche Informationen über die Streitkräfte des Landes verbreitet, muss mit hohen Geldbußen und Haftstrafen von bis zu 15 Jahren rechnen. Im Kampf gegen unabhängige Berichterstattung geht die russische Regierung noch einen Schritt weiter. Sie blockiert mehrere westliche Medien, unter anderem die Deutsche Welle und die BBC. Seit dem frühen Morgen sei die Webseite der DW in Russland gesperrt, sagte Intendant Peter Limburg. Anfang Februar hatte der Kreml bereits das Korrespondentenbüro der Deutschen Welle in Moskau geschlossen. Nach Apple und Intel stoppt nun auch der US-Software-Riese Microsoft den Verkauf seiner Produkte nach Russland. Man sei entsetzt und traurig über die Nachrichten aus der Ukraine und verurteile die ungerechtfertigte Invasion durch Russland, heißt es von der Konzernführung. Microsoft gab auch an, die Ukraine bereits gegen russische Cyberangriffe zu unterstützen. Waffenlieferungen ja, NATO-Einsatz nein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr nahe Potsdam vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine gewarnt. Dass Bundeswehrmissionen bei NATO-Partnern wie Rumänien und dem Baltikum gefährlich werden könnten, das schien bis vor kurzem den meisten wohl undenkbar.
Bei den Gesprächen im Fokus die Verstärkung der NATO-Kräfte an der Ostflanke. In Europa ist Krieg. Wenn nötig, sollen auch deutsche Truppen die Grenzen der NATO verteidigen. Herzlich willkommen im Einsatzschutzkommando der Bundeswehr. Olaf Scholz hatte sich seinen ersten Besuch in der Kommandozentrale der Bundeswehr wohl anders vorgestellt. Nun steht das lange geplante Treffen ganz im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Furcht vor einer Eskalation. Es ist ganz wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren, dass wir sehr klar und entschlossen sind und vorsichtig bleiben. Denn das ist ja unsere Aufgabe, dass es keine Ausweitung dieses Konfliktes über die Ukraine hinaus gibt. Eine Entsendung von Truppen in die Ukraine schließt der Kanzler erneut aus. Es ist für uns völlig klar, dass es keine militärische Beteiligung der NATO an diesem Konflikt geben wird. Der neue deutsche Kanzler betonte erneut, die NATO werde sich nicht in der Ukraine engagieren. Deutschland suche weiterhin nach einer diplomatischen Lösung. Gleichzeitig wird klar, auch Deutschland hat verstanden, dass eines dazugestellt werden muss, eine effektive militärische Abschreckung. Diese Woche begann denkwürdig. Scholz bricht mit der jahrzehntelangen deutschen Außenpolitik, er kündigt ein 100-Milliarden-Paket zur Aufrüstung der Bundeswehr an und die Lieferung von Waffen an die Ukraine. Zu diesen Lieferungen gehören Berichten zufolge auch Tausende von tragbaren Raketenabwehrsystemen aus Restbeständen der früheren Nationalen Volksarmee, der DDR. Die Bundesregierung will sich aber nicht zu den Einzelheiten äußern. Ich kann ausdrücklich nicht bestätigen, welche Waffentypen oder welche Ausrüstungsgegenstände das sind. Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass seitens der Bundeswehr nur handhabungssicheres Material natürlich geliefert wird. Bevor er das Kommando der Bundeswehr verlässt, gedenkt Scholz der in Afghanistan gefallenen Soldaten. Nachdenken über den Krieg und seine Folgen in einer historischen Zeitenwende für Deutschland und die Welt. Das Ansehen Russlands bei den Deutschen ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Gerade einmal 6% sehen Russland derzeit als einen vertrauensvollen Partner. Das ist das Ergebnis des aktuellen Deutschland-Trends. Waffenlieferungen und höhere Verteidigungsausgaben, dieser Kurswechsel in der Sicherheitspolitik wird laut dieser Umfrage mehrheitlich unterstützt. Die Sorge der Deutschen gilt in erster Linie den Menschen vor Ort. 89% machen sich sehr große oder große Sorgen um die Ukrainerinnen und Ukrainer. Es wächst aber auch die Angst, dass sich Putins Krieg ausweiten könnte. Wenn man anfängt durchzudrehen, dann kann er die ganze Welt in Brand setzen. Da kommt die NATO in Einsatz und dann werden Atombomben geworfen. Also die Wahrscheinlichkeit ist im Moment meiner Ansicht nach gering, aber die Gefahr ist nicht auszuschließen. Ne? Also man muss auf alles vorbereitet sein und was sich da im Moment in Russland abspielt, vor allem bei diesem Präsidenten, das wissen wir alle nicht. Also ich muss schon sagen, das sind ungewöhnliche Zeiten. 2022, ein Krieg und nur ein Land ist dazwischen, das macht mich schon Sorgen. Also ich habe schon große Sorge, dass das hier rüberschwappt, weil ich eben denke, es ist nicht mehr viel Platz zwischen uns und der Ukraine und irgendwie sind die dann doch relativ schnell vielleicht auch bei uns. Es macht mir schon Sorgen. Und ich begrüße den Publizisten Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, schauen wir doch mal konkret auf die Umfrage und die Ergebnisse. Gefragt wurde ja auch, wie empfinden Sie die Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Einmarsch in die Ukraine? 14% sagen, das geht zu weit. 53% sagen, das ist angemessen. Und 7% meinen, die Reaktion gehe nicht weit genug. Wie erklären Sie sich dieses Ergebnis? Die Mehrheit, über die Hälfte, findet die Reaktion der Bundesregierung als angemessen. Naja, es ist ja eine doppelte Reaktion. Zum einen ist es die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer. Da gibt es offensichtlich und nachvollziehbarerweise ein moralisches Empfinden, dass dieses Recht auf Selbstverteidigung, das ja auch völkerrechtlich geschützt ist, jetzt unterstützt werden muss. Bei der Tragik, das dürfen wir nicht vergessen, dass möglicherweise gerade das natürlich viele Tote zur Folge haben wird, weil die Ukrainer unterlegen sind. Auf der anderen Seite gibt es, ich nenne es mit dem Putin-Schock, nämlich der Sorge darum, dass diese mit Sicherheit gefährlichste Lage in der Nachkriegsgeschichte, die ja zumindest für die Ukraine schon keine Nachkriegsgeschichte mehr ist, sondern eine Kriegsgeschichte, dass in dieser Situation die Armee blank dasteht. Dieses Gefühl, dass von daher auch etwas wie Abschreckung wieder erforderlich ist, das veranlasst die Bevölkerung eben zu über 50% zu sagen, wir müssen in beide Richtungen etwas unternehmen.
Kurz zu dieser Frage noch angehängt. 27% würden mehr tun. Wer steht Ihrer Meinung nach hinter dieser Meinung? Naja, mehr tun, das ist ja die Frage. Bezieht sich das mehr tun jetzt nur auf die Frage der Unterstützung der Ukraine oder bezieht es sich auch auf die Frage der Ausrüstung der Bundeswehr? Da diese Ausrüstung der Bundeswehr ja mit 100 Milliarden eminent groß ist, man muss sich übrigens auch fragen, was mit dem ganzen Geld gemacht werden soll, denn bisher schon wurde die Bundeswehr ja nicht geringfügig ausgestattet. Es ist meines Erachtens weit mehr eine Frage der richtigen Organisation, die da erforderlich ist. Aber wenn man 27% in Rechnung stellt, die wollen, dass mehr getan wird, dann sind es wahrscheinlich auch solche, die sich noch mehr an Unterstützung für die Ukraine vorstellen können. Aber genau da beginnt es natürlich ungemein heikel zu werden. Das ist der Grund, warum Olaf Scholz sagt, wir werden nicht intervenieren. Wenn das irgendwie zu einem Krieg, einer Auseinandersetzung Russlands mit der NATO wird, dann greift diese riesige Angst davor, dass möglicherweise weit mehr als ein Krieg in der Ukraine daraus werden könnte. Dann wäre möglicherweise sogar die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung gegeben. Da frage ich jetzt auch nochmal nach. Viele Deutsche, haben wir gehört, haben ja die Sorge, dass in Europa, dass es zum richtig großen Krieg kommen könnte. Schauen wir auf die konkreten Ergebnisse. Laut Umfrage sind es 69%. Sind wir ein angstbesetztes Volk? Wirkt da Vergangenheit bis heute nach? Naja, das wird uns ja immer unterstellt, dass wir es mit German Angst zu tun haben. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass Wladimir Putin dezidiert gesagt hat, es ist alles gewissermaßen auf dem Tisch, dass er sogar gedroht hat, atomare Waffen flott und scharf zu machen, dann kann man hier von keiner Angstgesteuertheit reden. Im Gegenteil, das ist mit Sicherheit, wie ich es bereits sagte, die gefährlichste Situation, die wir in dieser eskalierenden Weise selbst in der Zeit des Kalten Krieges nicht gehabt haben. Denn eines müssen wir uns bewusst machen, der Kalte Krieg, der Eiserne Vorhang war letztlich dadurch gekennzeichnet, dass keine der beiden Mächte, weder die Sowjetunion noch die USA, quasi über den Vorhang hinausgegriffen hätten. Diese Situation ist jetzt Geschichte. Jetzt ist hier ein Kampffeld eröffnet, nämlich mit der Ukraine, das von beiden Seiten der Ukraine gen Westen, von Russland gen Osten gezogen werden soll. Und hier ist die Drohung mit atomarem Waffeneinsatz völlig auf der Hand. Insofern muss man die Worte, wir haben es ja gemerkt, von Wladimir Putin sehr, sehr ernst nehmen. Das ist keine deutsche Angst, das ist die reelle Sorge, dass hier sogar ein atomarer Konflikt entstehen könnte. Vielen, vielen Dank, Albrecht von Lucke, für all diese Informationen und Ihre Einschätzung. Danke. Ich danke Ihnen.